Luft- und Raumfahrt war ich früher in Prototypenbau. Und da ging es immer Jahre, bis ein neues Produkt funktioniert, auf dem Markt ist. Und hier kann man im Frühjahr etwas aussäen und im Herbst sieht man, ob der Prototyp funktioniert, oder? Und das ist natürlich eine sehr spannende Zeit im Herbst, wenn auf einmal alle Früchte, alle Ernte einfach funktioniert hat, besser als man es geht. Also wenn Experimente funktionieren. Nur mal helfen! 2012, als ich mit der Ausbildung begonnen habe, zum biodynamischen Landwirt. Und die Ausbildung dauerte 4 Jahre. Und in diesen 4 Jahren habe ich das so aufgebaut, dass ich eigentlich mit 2016 dann das selbstständige Landwirt Slow Grow führen konnte. Ja. Heute sind wir da, seit 2018 ist Samuel da und wir führen das gemeinsam. Look at those from here, from this angle. Yeah. We're trying to attract as many insects as possible in our garden. It's like your digestive system. It works with 10, 20, 40, 50,000 different types of microbes. If you don't have this wide variety of microbes in your digestive system, you're getting health troubles. And that's how a garden has to work as well. Es wäre ja absolut langweilig, einfach normal zu produzieren, wie die industrielle Landwirtschaft das halt macht, oder? Und darum musste es etwas Neues geben, eine neue Form, eine neue Methoden. Und das ist die DNA von Slow Grow. Dass der Fokus beim Produzieren von Lebensmitteln wirklich auf die Umwelt gelegt wird, beziehungsweise direkt auf die Böden, dass die Böden fruchtbar bleiben, dass der Wasserhaushalt der Böden nicht gestört wird, was sich auf den gesamten Wasserhaushalt auf dem Planeten überträgt. Unsere Vorstellung von regenerativer Landwirtschaft ist, dass sie multifunktional ist, oder? Also das heißt, der Boden wird besser, also nicht nur der Humusgehalt, sondern die Struktur, die Krümelstruktur sollte besser werden. Gleichzeitig soll kein Dünger und keine Bewässerung notwendig sein, auf jeden Fall in der Schweiz nicht. Vielfalt auf kleiner oder auf einem Feld, das hat so viele multifunktionale Vorteile, dass es auch attraktiv wird in Zukunft mit verbesserten Methoden, das auf große Flächen umzusetzen, weil da wieder kuscheln. Und dann können wir mal abstellen. Und jetzt muss man nie hängen, die Vorrichtung. Wir können uns eigentlich Diesel leisten, wir können uns auch die Maschinen leisten. Und dann ist es wichtig, dass man mit dieser, eigentlich mit bester Technologie und mit fossilem Brennstoff, dass man mit diesem Humus aufbaut. Also man nimmt die Energie und baut damit Humus auf. Das ist eigentlich regenerative Landwirtschaft, dass man versucht, die Technologie und die Energie zu nutzen, um etwas besser zu machen. Was aber die industrielle Landwirtschaft praktiziert ist, sie verbrennen viel fossilen Brennstoff und verbrennen gleichzeitig noch den Humus.
kann. Wir sind viel am Ausprobieren mit Maschinen. Wie können wir, was in diesem Teil von Hand gemacht wird, wie können wir das auch mit Maschinen, sprich, wie können wir maschinell Mulch ausbringen, den Boden organisch abdecken, welche Pflanzmaschine erlaubt es uns, verschiedene Pflanzen gleichzeitig zu setzen. Das Hauptproblem, also wir begegnen dem regelmäßig, dass die Technologien, die sind nicht gebaut, um mit viel organischem Material auf oder im Boden umzugehen. Also jede Standardmaschine, die funktioniert nicht mit Mulch, sie funktioniert nicht mit Ernterückständen. Also alle Maschinen, die verstopfen. Das ist eigentlich unsere Hauptentwicklungsabteilung. Wie umgehen mit viel organischem Material. Ja, das ist sehr technisch, aber sehr klar. So wie es da aussieht, geht es eigentlich nur mit vielen Leuten, die Interesse haben, etwas zu machen in der Landwirtschaft. Kunden, die Interesse haben an hochwertigen Produkten, an ökologisch vertretbaren, auch sozial vertretbaren Produkten.